Servus Leute, im heutigen Video geht es nochmal um meine Settings, aber Windows-spezifische Settings, die habe ich ein bisschen außen vor gelassen in meinem Video von vor zwei Wochen. Da ging es mehr um meine EFT-Ingame-Settings. Und da gibt es ein paar Sachen, die ich eh schon gemacht habe, aber die ich da vergessen habe, an euch weiterzugeben. Die habe ich euch hier in diesem Video nochmal zusammengefasst. Viel Spaß! Reden wir erstmal über zwei essentielle Dinge, XMP-Profil und Treiber. Als erstes solltet ihr überprüfen, ob euer XMP-Profil aktiviert ist. Dazu schaut ihr in den Task Manager, hier Rechtsklick Task Manager oder Steuerung Shift Escape. Kommt in den Task Manager, geht hier oben aufs Tab Leistung und ihr schaut unter Arbeitsspeicher und hier müsste eure Arbeitsspeichergeschwindigkeit stehen. Bei mir 3800, je nachdem, was ihr für einen RAM habt. Das ist bei DDR4 der Fall. Falls hier bei DDR4 2133 steht, ist euer XMP-Profil nicht aktiviert. Geht ins BIOS, aktiviert das, weil ihr verliert einen Haufen Performance, indem euer RAM viel zu langsam läuft. Und bei DDR5 bin ich mir nicht sicher, was der Basistakt ist, aber ihr kennt eure RAM-Geschwindigkeiten wahrscheinlich. Bei DDR5 5200, 6000, 7200, wenn ihr so wollt, müsst ihr dann hier stehen. Und je nachdem, überprüft das, ob euer XMP-Profil aktiviert ist. Das nächste ist Treiber. Eure Grafikkartentreiber sollten immer aktuell sein. Und wenn ihr euren Grafikkartentreiber schon öfters mal installiert hat, drüber installiert hat oder vielleicht die Grafikkarte gewechselt habt und den Treiber nicht komplett runtergenommen habt, empfehle ich, macht einmal eine frische Neuinstallation vom Grafikkartentreiber mit dem Display Driver Uninstaller. Das ist ein Tool, das rebootet euer System in den abgesicherten Modus. Deinstalliert den Treiber, komplett haut alles runter und installiert den neu. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, die Stutter hatten und sowas auch in EFT. Bei denen hat es geholfen, also wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Treiber vielleicht mal eine Neuinstallation vertragen könnte, dann macht das und natürlich haltet eure Treiber aktuell. Das gilt für den Grafikkartentreiber und das gilt auch ganz wichtig für den Chipset-Treiber. BIOS sollte man nur updaten, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn es einen spezifischen Grund gibt. Ein paar Einstellungen gibt es im Windows, die man machen sollte und auch Sachen, die man von Zeit zu Zeit durchführen sollte. Zum Beispiel die DirectX Shader bereinigen. Dazu geht man in die Datenträgerbereinigung. Wählt C aus, seine Systemfestplatte, dann rechnet er hier kurz rum. Dann scrollt man hier mal runter und dann steht dann hier DirectX Shader Cache. Das ist das Einzige, was man auswählt. Dann macht man das mal kurz. Sollte man ja, immer wenn ein größeres Update kam oder sonst was, dann lädt er immer die aktuellsten Shader runter und man hat da keine Probleme. Es kann nämlich hin und wieder Probleme verursachen. Muss nicht sein, aber kann sein. Kann man vorbeugen, indem man das tut. Dann. Es gibt Leute, die vielleicht noch mit 16 GB RAM spielen und die dann Probleme haben, dass vielleicht mal das Spiel abstürzt oder anderweitig. Da kann man die Auslagerungsdatei erweitern. Das selber habe ich das nicht gemacht. Da geht man in die erweiterte Systemeinstellung. Und da kann man einfach noch zusätzlich zum RAM eine größere Auslagerungsdatei erstellen, die dann wie RAM genutzt werden kann. Und ja, dann stürzt das Spiel vielleicht nicht ab, wenn ihr da Probleme habt. Insbesondere in EFT habe ich das schon gehört. Da geht man hier unter visuelle Effekte, Prozesszeitplanung und so weiter, Speichernutzung, Einstellungen. Dann geht man hier auf Erweitert und dann hat man hier die Auslagerungsdatei. Bei mir steht natürlich alles auf Automatisch. Wenn ihr die vergrößern wollt und wenn ihr da Probleme habt, dann könnt ihr hier auf Ändern gehen. Könnt ihr hier oben den Haken rausmachen und hier unten benutzerdefinierte Größe. Könnt ihr dann einstellen, wie groß eure Auslagerungsdatei sein soll. Ich würde sowas sagen zwischen 50 und 100, 100.000 Megabyte, also 50 bis 100 Gigabyte. Das sollte auf jeden Fall reichen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr seht, meins steht jetzt auf 18,4 GB. Aber ich hatte auch nie Probleme. Deshalb habe ich das auch nicht angefasst und es passt so, wie es ist. Never change a running system. Und dann eine weitere Sache, die geplante GPU-Planung, Grafikeinstellungen, geht man hierher. Hardware-beschleunigte GPU-Planung, so heißt es, sollte standardmäßig an sein. Falls es bei euch aus ist, macht es an. Einfach hier unten Grafikeinstellungen eingeben, wieder im Ausführen. Und was ihr noch machen könnt, ihr könnt hier unten spezielle Einstellungen machen. Da könnt ihr die EFT-Echse hinzufügen, dass die auf hohe Leistung läuft. Ich mache es nochmal kurz hier, EFT-Echse hinzufügen. Ja, wurde schon hinzugefügt. Also dann kann man hier Optionen, hohe Leistung, die Grafikkarte. Ist eigentlich doppelt gemoppelt, weil in den Nvidia-Einstellungen macht man es dann eh oder in den AMD-Einstellungen auch. Aber ich habe es mal drin, kann nicht schaden. Und das sind die Einstellungen hier. Dann gibt es noch eine Sache, die ihr vielleicht anmachen solltet. Das ist der Spielemodus. Spielemodus aktivieren. Der größte Vorteil davon ist einfach hier, dass während des Spielens dann einfach kein Update durchgeführt wird. Deswegen macht den an. Ansonsten hat er nicht viel Benefits, sage ich mal. Aber es wird nicht Windows-Updates durchgeführt, während ihr am Zocken seid. Das ist schon sehr von Vorteil. Und ansonsten
Bei EFT selber kann man es noch so machen, man geht in den EFT-Ordner, der ist für gewöhnlich unter C, Battleset Games, EFT und macht einen Rechtsklick auf die EFT-Exe. Das kann man auch bei so ziemlich jedem Spiel machen, mit dem man die maximale Performance will. Kompatibilität und man nimmt die Vollbild-Aktivierungen, hier macht man Haken rein, Vollbild-Optimierungen deaktivieren. Das heißt, Windows pusht da nicht rum und ja, EFT kann das selbst entscheiden. Kann bei, auch schon bei früheren Spielen hat es für Probleme gesorgt und ja, bei EFT kann es auch für Probleme sorgen. Macht es einfach aus, die Vollbildaktivierung, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Zwei, drei Handgriffe gibt es noch rund um den EFT-Launcher. Wenn ihr Probleme habt, dass EFT immer wieder abstürzt an einer bestimmten Stelle, könnt ihr mal einen Integrity-Check durchführen. Da überprüft er die Installation, ob alles sauber installiert ist und korrigiert etwaige Fehler. Und wenn mal Symbole im Game oder so nicht laden, könnt ihr hier Clear Cache machen. Dann lädt er die ganzen Symbole neu. Kann man von Zeit zu Zeit eh mal machen. Kann was bringen, muss nicht bringen. Wird eh bei so ziemlich jedem Patch durchgeführt. Und wenn ihr schon da seid, dann könnt ihr auch mal den Log-Ordner löschen. Es ist nämlich ein Ordner, da speichert er, je nachdem, wie lange ihr das Spiel installiert habt und schon spielt, alle Log-Files. Und der wird immer größer, da gibt es kein Limit. Kann man von Zeit zu Zeit mal leeren. Kann ich bloß empfehlen. Und ansonsten, ja, rund um den EFT-Launcher gibt es da gar nicht viel mehr zu sagen. Ich habe zwar schon in meinem Settings-Video drüber gesprochen, aber der Vollständigkeit halber reden wir ja auch noch kurz drüber. Ich nutze ein Programm namens Process Lasso, um Tarkov nur die physischen Kerne meiner CPU zuzuweisen. Dazu gibt es zwar in-game auch eine Option, Only Use Physical Cores, die funktioniert aber nicht richtig. Deshalb muss man das anderweitig regeln. Dazu muss EFT offen sein. Und dann schaut man hier in Process Lasso, Rechtsklick auf die EFT-Exe, CPU-Zugehörigkeit, immer deaktiviere SMT. Bei AMD-CPUs ist es SMT, bei Intel ist es Hyperthreading. Das macht man einfach und dann sieht man, dann sind bloß die physischen Kerne zugewiesen. Und das war es auch eigentlich schon. Dann Process Lasso in den Autostart und einfach mitlaufen lassen. Und meine Nvidia-Settings, schauen wir auch noch kurz rein. Die 3D-Einstellungen, hier 3D-Einstellungen verwalten. Ich empfehle immer ein globales Profil zu haben, weil hier insbesondere beim Energieverwaltungsmodus sollte normal stehen. Wenn ihr nicht am Spielen seid, dann taktet eure Grafikkarte runter, wenn ihr im Windows seid. Und Programmeinstellungen, hier oben Escape from Tarkov oder welches Spiel auch immer hinzufügen. Und dann könnt ihr hier programmspezifische Einstellungen machen. Hier seht ihr meine Energieverwaltungsmodus, maximale Leistung, ne? Das ist dann klar. Und ja, ich gehe jetzt nicht so drauf ein. Wenn ihr die als Screenshots haben wollt oder ja, in dem Video von vor zwei Wochen sage ich noch ein bisschen mehr dazu. Als Screenshots im Twitch-Chat, Ausrufezeichen Settings, da findet ihr die. Auch AMD-Settings könnt ihr da finden für alle AMD-User. Die will ich auch nicht außen vor lassen. Links zu Process Lasso, dem Driver Cleaner und zu meinem Settings-Video von vor circa zwei Wochen, wo es mehr um die In-Game-EFT-Settings geht, findet ihr unten in der Beschreibung oder im ersten Comment. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link ebenfalls unten in der Beschreibung. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.